Und damit herzlich willkommen hier am Marktstand von Sommer in Mara. Ich habe mir da mal so ein bisschen angesehen, meine Aufgaben hier und ja, bei einer fehlt mir aber noch rote Beete und hier habe ich jetzt am Stand rote Beete Samen gefunden. Oder nicht gefunden, sondern ich sehe das ja hier und ja, ich habe da. Moment. Ich kaufe mal einmal hier rote Beete. So. Okay, denn wenn ich meine Aufgaben hier angucke, sehe ich, dass hier einmal rote Beete fehlt. Und deswegen mache ich jedes Mal dann meine, also zurückgehen zu meiner Heimatinsel und ja, pflanze dann in rote Beete-Samen ein. So. Aber erstmal genug gesprochen hier, geredet, gelabert von der roten Beete, denn wie man eben vielleicht schon schnell gesehen hat im Durchlauf. Ich habe einmal ja letztes Mal beim Tauchen irgendwie was Altes gefunden, dass wir ja der eine da in dieser komischen Villa haben und dann für die Dame im Leuchtturm habe ich noch was gefunden. Kannst du mich mal in Ruhe lassen? So, da bin ich mal gespannt. Klopf, klopf. Mal gucken, was da der noch mal hier Papier fängt, das hat er. Ah ja, okay. Hier hast du das Schmuckstück. Toll. Du hast es mir wirklich gebracht. Natürlich. Ich dachte, du wärst wie die anderen Inselbewohner. Faul und stinks und überhaupt. ja. Tja, ich komme von einer anderen Insel. Das war schon alles. Hier, das hast du dir verdient. 85 Münzen. Na, immerhin. Okay. So, dann nochmal hier zum Leuchtturm, der immer mit nicht leuchtet. Habt ihr ihn auch, glaube ich, so noch nie leuchten gesehen? Okay. Dann mal hier hoch. So, hier brauche ich natürlich immer noch einen besseren Hammer. Aber hier, hoppala. Ja, da brauche ich auch noch einen Hammer. So, dann das geht und das andere geht auch. So. Ich habe die Halskette. Es war nicht einfach, die zu bergen. Oh nein, die Halskette ist beschädigt. Sie war schon so, als ich sie gefunden habe. Ja, das war zu erwarten. Sie war mehr als 40 Jahre dort unten. Weißt du, wenn diese Halskette gehörte? Sie gehörte deiner Großmutter. Haku. Wirklich? Ja. Was weißt du über sie? Sie war eine Quido, glaube ich. Und sehr stark. Und ein bisschen ernst. Aber ich wusste, wie man sie zum Lachen bringen konnte. Ja, mit schönen Witzen. Das freut mich zu hören. Sie war ernst, ja. Weißt du, mir fällt da etwas aus. Bringe sie zu Akai, dem Mädchen in der Schmiede. Sie sollte von ihrer Reise in den hohen Norden zurück sein. Bitte sie darum, sie zu reparieren, ja? Okay. Gut. Nimm bitte ruhige Bitten ab. Ja, okay.
Und wo ist die Olle? Moment, gerade. Mario. Bring die Halskette zu Akai. Akai ist da. Ah ja, links. Genau. So, hopp. Ach, dann ist das die Schmiede. Ah ja. Dann ist da auch jetzt schon wieder. Also, jetzt ist da dann halt offen. Das ist also die Schmiede. Ach, guck mal, da läuft ein Fernseher. Kinderprogramm. Ja. Du hast ein bisschen Ähnlichkeit mit Abby. Ach, was gibt's denn bei dir? Oh, ach, Nägel. Ja, super, ich brauch doch Nägel. Wie viele brauche ich? Ich weiß das nicht. Für Dings, beim Zaun bauen brauche ich Nägel, genau. Kann ich dann aber noch irgendwas eintauschen? Mal gucken. Steine. Holz. Rohkupfer. Ja, da kann man aber zum Verkaufen. Ein bisschen geht noch, genau. Ding, 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 ding. Das ist gut. Ich brauche ganz viele Nägel. Also, naja. Aber da. So, ich habe 30 noch über. Und ein bisschen Metall kann ich auch noch verkaufen. Dumm, die dumm, die dumm. So, zwei noch. So, 896. Hm. Ja. Da habe ich die Muscheln. Da kriege ich dann woanders halt ein bisschen mehr für. Naja, gut. Ich lasse es erstmal so. Ich kriege knapp 900 Taler. Das ist doch immerhin was. So, jetzt habe ich 4000, Alter. Gut, ich kaufe mal ein paar Nägel. Genau, alle fünf, die er hat. Sie hat. So, sonst noch was? Schrauben? Ich nehme sie mal mit, ich weiß es nicht genau. Okay. Bretter habe ich eigentlich jetzt selber. Habe ich vier Stück von. Ich lasse das erstmal so. Okay. So. Hallo, Kleines. Was brauchst du? Bist du Akai? Wer sollte ihr sonst sein? Aber geht es dir gut? Du bist wirklich stark. Dein Arm ist fast so breit wie ich. Und ich liebe deine Haare. Danke. Wolltest du etwas von mir? Das habe ich vergessen. Mein Name ist Koa. Schön, dich kennenzulernen, Koa. Ebenfalls. Willst du den ganzen Tag so stehen bleiben? Nein, nein, ich muss Pipi. Ach genau. Ich wollte dich darum bitten, diese Halskette zu reparieren. Puh. Die ist aber ziemlich beschädigt. Dafür werde ich Metall brauchen. Ich weiß nicht, ob ich noch genug habe. Außerdem brauche ich den Lehm, um Gussformen zu machen. Wie wäre es, wenn ich dir das alles besorge? Und wie? Mit meinem Hammer. Na schön, wenn du so etwas kannst, aber bist du dafür nicht zu klein?
Nein? Naja, im Grunde vielleicht zu dir vielleicht. Also, aber höchstens äußerlich. Schau her, ich zeige dir eine Blaupause für einen Metallhammer. Okay, okay. Bring mir den Lehm, wenn und das Metall, sobald du alles gesammelt hast. Klingeling, jawohl. Silberhammer. Und ein neues Rezept für Lehm. Gut, Metall habe ich schon mal, aber noch kein Lehm. Und das geht dann wohl auch nur mit dem Spezialhammer hier. Kann ich da so rein? Nein. Hallo, was ist denn hier? Okay, da waren auch noch mal Nägel drin. Goldbarren kann ich nicht mitnehmen. Oder sowas wie Eisenbarren. Einmal in die Runde. Gut. Okay, ja. Ah, hier kann ich auch noch was abhauen. Das geht. Nein, da brauche ich einen besseren Hammer für. Den habe ich ja bald. Werkstatt. Ich kann da Bretter herstellen. Interessant. Kling. Wie lustig. Okay, Lehm. Was brauche ich für Lehm? Steine. 4 Steine ergibt einmal Lehm. Ich brauche aber 5. Okay, warte mal. Kriege ich 5 hin? Da kann ich immer nur einen machen und das nicht auswählen. Wie bei mir zu Hause, da kann ich das halt auswählen und dann. Aber hier geht's nicht. 4 habe ich schon. Und dann nochmal. Okay. Da kann ich Seile machen, Papier, Pflanzenöl, neue Ruder, Tinte und Faden kann ich machen. Aber im Moment brauche ich ja noch keinen Faden. Okay. So, ich habe alles. Ich habe alles dabei, Akai. Zuerst muss ich aus dem Lehm eine neue Gussform machen, formen. Dann noch das Metall schmelzen. Und die Halskette ist eben nur repariert. Wer hat dir das beigebracht, wie man das macht? Ah, ich bin die Tochter eines Schmieds. Meine Eltern haben mir alles beigebracht. Oh ja. Sind sie auch so stark und orange wie du? Also eine Niederländerin, ja. Nein. Sie sind meine Eltern. Ja, ja. Ich habe diese Schmiede von ihnen geerbt. Ach, ich verstehe. Wie sind deine Eltern denn so? Oh, ich habe keine Eltern mehr. Oh, das tut mir so leid. Das ist schon in Ordnung. Ich wurde von meiner Jäger aufgezogen. Ist es sehr wichtig, dass man Eltern hat? Die Halskette ist fertig. Jetzt schon? Ich habe sie repariert, während wir uns unterhalten haben. Aber du hast dich doch gar nicht bewegt. Ja, genau. Ich habe sehr flinke Hände. Ah ja, ich auch. Und da kann man viel mitmachen. Also auch mit den Fingern und so, ne? So, einmal hier tauschen. Und dann wieder zurück zu Omi. Der Salami. Wie läuft es mit deiner Aufgabe, so kleine? Ach, ganz gut, würde ich mal sagen. Okay. Dann erstmal wieder zurück hier zur Leuchtturm-Tante.
Heieieiei. Nein, das geht nicht. Und das geht natürlich auch jetzt nicht, klar. Das mache ich nächstes Mal, wenn mein Hammer besser ist. Hehe. Dann habe ich einen besseren Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Hier hat er den Halskette. Akai ist eine gute Schmiedin, genau wie ihre Eltern. Apropos, was warst du bei die Haku? Ich habe schon geahnt, dass du fragen würdest. Ja. Deine Großmutter war, naja, sie war jemand sehr Besonderes für mich. Sie war auch meine Kapitänin. Kapitänin der Marine von Mara. Heutzutage ist nicht mehr viel von der Marine übrig, weißt du? Sie hat ihren Zweck schon lange erfüllt, verloren. Früher war die Marine hingegen eine wirklich prachtvolle Institution. Wir waren Teil eines Trupps aus 4 Seeleuten. Wir erkundeten die Welt, halfen anderen und hielten Piraten in Schach. Und Dame und Mühle und Halma. Hin und wieder gerieten wir in Gefahr. Sie verlor diese Halskette in einer dieser Situationen, als sie mich rettete. Unser Schiff erlitt Schiffbruch, ja. Jed, der Steuermann unserer Truppe, fuhr gegen etwas, gegen das er nicht hätte fahren sollen. Ja, das war der berühmte Eisberg. Und unser Schiff ist untergegangen, weißt du? Ja. Haku war beunruhigt, weil sie mich nicht mehr sehen konnte und er sprang ins Wasser. Vielleicht wollte Haku dich auch eine Weile nicht sehen, aber ja. Anscheinend war ich ohnmächtig, als sie mich rettete. Warum hat sie mir nie von ihrem Leben in der Marine erzählt? Ich vermute, sie wollte dich schützen. Du bist noch sehr jung, ne? Mit deinen 8 Jahre oder wie alt du bist. Das stimmt nicht. Ihr seid alle so besessen davon, dass ich angeblich noch zu jung bin. Du hast recht. Wenn du Hakus Mädchen bist, dann hast du einen Auftrag zu erfüllen. Du hast bewiesen, dass du gutherzig und ehrlich bist, wie deine Großmutter. Und außerdem tapfer und waghalsig. Ja. Sie hat mir vor einigen Jahren geschrieben. Da warst du noch gar nicht da, ja. Sie schrieb mir, dass sie mich eines Tages ein Mädchen besuchen würde. Und dieses Mädchen bist du. Doch du wirst hart trainieren müssen. Wenn du das tust, gebe ich dir vielleicht einmal. Ich will nichts haben. Ich mag Reisen. Warmen Sand und Essen, vor allem Schokolade. Sonst nichts. Koa, ich weiß, es ist nicht leicht. Aber hör zu. Nein. Du bist wie Jaja. Sagst du mir die ganze Zeit, was ich tun und lassen soll. Und dass ich ein braves Mädchen sein soll. Beruhige dich, Kind. Nenn mich nicht, ja, nenn mich nicht Kind. Ich bin kein Kind. Ach nö. Was bist du dann, du kleines Kind, hä? 3 Käse hoch, du. Ich bin eine Quido, ein Mensch, eine Piratin und so. Und eine Schatzsucherin. Aber ich bin kein Kind. Gut. Was immer du willst. Ich gehe jetzt. Ich habe andere Dinge zu erledigen. Okay. Und was haben wir noch zu erledigen? Da ist nichts, da ist gesperrt. Genau, die rote Beete wollte ich ja nach Maras nächstes. Dann mache ich das doch mal.
Dann düse ich mal zur Heimatinsel und so weiter. Geht zu meinem Bett vielleicht auch und ja, pflanze dort mich fort. Ich meine den Samen ein. Okay. Da ist ein Hund, der macht Wuff. Der geht aber nicht in den Pup, so. Und hepp und zackebumm. Moment, hier noch ein bisschen Müll, der muss weg. So. Oh, Napo ist nicht hier. Sehr komisch. Die bleibt uns nicht immer in der Nähe des Meeres. Oder die bleibt uns immer in der Nähe des Meeres. Wo sie wohl hingegangen ist? Vielleicht zum Tempel, um Treibstoff zu holen. Suche Napopo im verlassenen Tempel. Okay. Der verlassene Tempel. Erstmal den Müll hier entsorgen. Ach, geht jetzt nicht. Der verlassene Tempel. Der verlassene Tempel. Ups, auch weh. Wo mag der? Hier ist doch gar kein Tempel, oder? Sehr merkwürdig. Ich kenne hier kein Tempel. Benzin auffüllen kann man da oben. Das ist aber nur der Tank. Das ist für mich aber kein Tempel. Ah, gucke mal. Na Popo, würdest du gerne mehr Farben haben? Was? Okay. Lass uns zum Markt gehen und dort nachfragen. Oder vielleicht können wir auch Noho fragen. Lass mich nachdenken. Okay. Wir brauchen also mehr Farben. Bienenkönigin. Wozu kann ich die denn gebrauchen? Kräuter. Habe ich 19 Stück von. Davon nur eine? Okay. Nö. Aber bei Kohle kann man hier mehr verkaufen. Okay. Gut. Na, Popo, da bist du ja. Wer ist da? Man nennt mich Blue. Aber das ist nicht mein spiritueller Name. Ich hatte eine sehr interessante Unterhaltung mit Nabobo. Du hast dich mit ihr unterhalten? Nabobo hat mir erzählt, wie sie dich gefunden hat und dass du ihre beste Freundin bist, Koa. Wow, woher kennst du meinen Namen? Was hast du gesagt? Ach ja, das sage ich ihr.
Du solltest den Quellen des Mala, des spirituellen Lebens Kavmaras anerkennen, Anerkennung zollen. Du meinst die Treibstoffquelle? Es ist nicht nur Treibstoff. Mala ist Leben. Jetzt, wo du es sagst, ich war nicht sehr respektvoll. Ich habe ihn mir einfach genommen, ohne etwas dafür im Taus zurückzugeben. Das machst du sehr gut. Nein, nicht besonders gut. Du fühlst dich miserabel. Das ist normal. Wir alle müssen hin und wieder Ärger empfinden. Wir müssen wütend sein. Du kannst nicht das Gewicht eines ganzen Ozeans auf deinen Schultern tragen. Wie? Nun geh und zolle der Quelle deine Anerkennung. Bringe ihr deine Früchte und dein Gemüse. Und dann machen wir eine wunderschöne Gemüsesuppe daraus. Deine besten Salatblätter. Okay. Opfergabe. 5-mal Salat. Ich weiß nicht, warum ich hier bin. Jaja hat mir immer diese Geschichten über die Wächter und Mara erzählt. Mara hier, Mara dort. Mara ist doch nur ein Meer. Es kann doch nicht so wichtig sein. Das dachte ich aber auch immer über die Quellen. Und die scheinen für die Leute hier wichtig zu sein. Das Mala verströmt eine besondere Energie. Salami hat mich mit dem Gerede über Verantwortung genervt, diese Olle. Sie redet wie meine Jaja. Vielleicht sollte ich auf sie hören. Jeder hier scheint Hilfe zu brauchen. Sollen sie doch dort gegenseitig helfen und mich in Ruhe lassen. Ich weiß nicht, warum ich meine Insel überhaupt verlassen habe. Hallo? Hast du dich verehrt? Nein, gar nicht. Was für ein amüsantes Mädchen. Du, nein, bist du von hier? Ja, mehr oder weniger. Das ist gut. Wo sind deine Eltern? Die gibt es nicht. Oh nein. Kannst du deinen Vormund oder dem Erwachsenen, der für dich verantwortlich ist, eine Nachricht überbringen? Ich glaube ja. Ich bin Finkchen. Ich komme von einem weit, weit entfernten Planeten namens Deva. Wir suchen nach schönen Orten in Mara, um sie aufzukaufen. Falls dein Vormund ein kleines Haus oder Feld besitzt, dann könnten wir an einem Kauf interessiert sein. Nun ja, ich habe eine Insel. Du? Wie bitte? Sie ist winzig, aber ich mag sie. Kannst du mir sagen, wo ich sie finden kann? Also eine Insel? Normalerweise im Wasser. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Wie viel willst du für sie haben? Nix. Sie ist meine Insel. Aber wir haben wirklich viel Geld. Du könntest dir
davon kaufen, was du willst. Zum Beispiel eine riesen Villa mit Schwimmbecken. Kein Interesse. Niemand weiß die Elite zurück. So oder so, wir werden deine Insel schon finden. Das denke ich nicht. Nicht auf dieser Welt. Auf diesem Planeten ist von hohem Wert. Ihr alle besitzt nur winzige Boote und winzige Häuser. Ich weiß nicht, was der Baron sich von dieser miesen Wasserwelt verspricht. Wir sollten diesen ganzen Planeten niederbrennen. Pass auf, was du sagst, oder ich erzähle Sami. Soll das eine Drohung sein? Ich freue mich schon drauf, diesen Ort für immer zu verlassen. Wir werden uns schon bald wiedersehen, du freches Gürdu. Was für eine schreckliche Person. Ich sollte Sami von ihr erzählen. Aber ich werde ihr etwas Süßes zum Nachmittagstee mitbringen, damit sie mir verzeiht. Okay. Gut. Okay, ich habe hier schon eine halbe Stunde wieder mal hier rum. Ich gehe am besten erstmal zu meinem Boot, speicher dort und dann gehen wir in der nächsten Folge zum Leuchtturm. Was hältst du davon? So, ich gehe dann mal hier den weiten Weg zum Boot, bedanke mich schon mal fürs Gucken und dann ja geht es hier in Mara nächstes Mal weiter oder hier auf dieser Insel Querlis, ne, besser gesagt. So, dann mach's gut, bleib gesund oder werde gesund und ich gehe schlafen. Gute Nacht und bye bye.